Wunderbar. So, da bin ich. Wunderbar. Hallo, grüß dich, Susanne. Tschüss. Grüße euch, hallo. Schön. Du warst jetzt auch schon dabei und hast die Beiträge mitverfolgt, ne? Genau, ja. Schön. Ja, genau. Ich konnte euch sehen und habe jetzt alles miterleben dürfen, was meine Kollegen oder eben, wie wir gerne sagen, unsere Lichtfamilie bereits schon gesagt hat. Schön. Genau. Ja. Und in so einer Familie hat ja jeder seinen Stellenwert, hat jeder seinen Platz, nimmt jeder seinen Platz ein. Und ja, so freuen wir uns von dir zu erfahren, welchen Platz du in dieser Familie Vielen Dank für die Frage. Ja, einnimmst. ich kenne Lithias Lichtkristalle jetzt auch schon einige Jahre und arbeite auch schon einige Zeit als spiritueller Coach in der Schweiz. Wie ihr meinem Dialekt sicher entnehmen könnt, komme ich aus der Schweiz. Ich bin auch Seminarleiterin international, arbeite auch viel über Skype, wo ich auch Einzelsitzungen mache. Und mein Lieblingskristall, ich glaube, ich beginne auch mit dem, das hat mir sehr gut gefallen, das ist dieser wundervolle goldene Diamant. Den sieht man, glaube ich, jetzt ganz gut. Ja. Und dieser goldene Diamant, der ist verbunden mit dem Licht, mit Jesus Christus, Lord Sananda. Okay. Und ich darf mich glücklich schätzen, dass er seit einiger Zeit mein Geistführer ist, also ich sehr stark mit ihm zusammenarbeiten darf. Und wo ich dann mit Lithias in Berührung kam und ich diesen goldenen Diamanten sah, wusste ich, den muss ich mitnehmen. Und seither hat sich die Verbindung zu Jesus um einiges verstärkt. Und so kann ich heute sagen, dass es eigentlich nicht erstaunt, dass eines meiner Hauptanliegen ist bei meinen Coachings, dass ich Leute versuche oder helfe, aus dem Rad des Karmas auszusteigen. Das ist es ja eigentlich, was wir alle möchten. Und durch die Verbindung zu Lord Sananda, Jesus Sananda, habe ich auch Vollmachten bekommen. Das bekommen wir ja, wenn wir mit der geistigen Welt zusammenarbeiten, wo ich sehr viel sehe und auch erleben darf, also sehen kann, was möglich ist, wenn Menschen eben aus diesem Karma steigen dürfen. Oder aussteigen können. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch auf Sendung bin oder. Ja, 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 ja. Ah, okay. Gut, weil ich habe jetzt, es hat sich das Bild verändert, Entschuldigung. Nee, ich habe das ein bisschen gezoomt, Genau, und damit. das ist so Ja. mein. Bitte. Okay. Und das ist eines meiner Hauptanliegen. Und natürlich auch, dass die Menschen lernen, einfach ein glückliches Leben zu leben, ein Leben in Harmonie und vor allem auch in Liebe. Weil die Liebe ist halt etwas, was vieles heilt. Und wenn wir unser Herz der Liebe öffnen und dies uns schenken erstmal, also in unsere Innerlichkeit gehen und die Liebe für uns selber wiederentdecken, dann können wir das nachher auch im Außen tun. Das heißt, im Außen wirklich wieder alles mit Liebe betrachten, den Menschen auch diese Herzenswärme wieder schenken, so wie wir das auf Atlantis gemacht haben, wo wir alle noch miteinander verbunden sind. Und dies ist so für mich wirklich ein Herzenswunsch und Herzensanliegen. Ja, oder auch den Menschen lernen einfach täglich, wie wir Zähne putzen oder uns halt duschen, dass wir wirklich täglich mit den Engeln in Kontakt gehen. Dass wir eigentlich immer mit den Engeln ja, in Kontakt sind, sprechen mit ihnen, dass sie uns führen, uns leiten. Denn ein Engelmedium, das ist es auch, was ich bin, wo ich eigentlich meinen Ursprung habe, schon als Kind, weil ich immer mit den Engeln halt gesprochen habe. Das ist das Beste, jeden Morgen zu fragen, was liegt heute an, und sich führen zu lassen. Mehr Luxus gibt es nicht.
Absolut, absolut. Ja, genau. Und was ich auch mache mit den Menschen, sie einfach wieder erinnern an ihre eigene Heiligkeit, weil in diesem Wort schon Heilung mit enthalten ist. Das heißt, für mich ist das ganz wichtig, also Rückverbindung, das war ja das so ein Trend, viele Bücher, Reconnection, Rückverbindung. Für mich ist das eigentlich etwas, wo man sagt, das ist eine Rückverbindung, also eine eigene Heiligkeit, Heilung. Kann dann entstehen, weil wir einfach unsere Schwingung selber erhöhen. Und dies ist es ja auch, was wir am Engel-Event machen, denn da kann ich jetzt wunderbar eine Brücke schlagen. Und was wirklich ganz schön ist, ich darf dieses Jahr mit Antje zusammen einen Vortrag über die weiße Bruderschaft halten. Und die weiße Bruderschaft, da ist natürlich wieder mein goldiger Diamant, weil Jesus natürlich ebenfalls zu der weißen Bruderschaft gehört. Die weiße Bruderschaft sind ja ein Zusammenschluss von verschiedenen aufgestiegenen Meistern, die ihren Weg über das Erdenleben genommen haben. Das heißt, ihren Aufstieg über die Erde genommen haben. Und dies in vielen Leben teilweise, so lange, bis sie einfach alle Schatten, die noch über diese Zeit vorhanden sind, bis sie die in Licht auflösen konnten, bis sie dann irgendwann bewusst diese Ebene auf der Erde verlassen konnten und so eben, wie wir sagen, aufgestiegen sind. Und darüber werden wir berichten, denn wir haben festgestellt, dass das gerade in der heutigen Zeit äußerst wichtig ist, dass wir mit dieser weißen Bruderschaft in Berührung kommen dürfen. Denn wie wir hier auf Erden ja Freunde brauchen, und zwar wirkliche Freunde, die eben ehrlich sind und auch dem Gesetz, dem universellen Gesetz oder dem irdischen Gesetz der Wahrheit folgen. So ist es auch mit der weißen Bruderschaft. Die lehren uns auch dieses Gesetz der Wahrheit wieder. Denn alles, was ja auch im Schatten liegt, was wir uns vielleicht noch nicht eingestehen mögen, ist noch im Dunkeln, im Schatten und auch noch nicht in der Wahrheit. Und die weiße Bruderschaft, die kann uns hier wirklich sehr, sehr gut anleiten, uns an die Hand nehmen und führen. Und kann uns natürlich auch helfen, irdische Freunde zu finden, die uns auf diesem Weg begleiten. Oder aber wir können auch die weiße Bruderschaft anrufen und ihnen sie doch bitten, uns den richtigen aufgestiegenen Meister oder natürlich auch Meisterin, da ganz wichtig, es ist ja auch zum Beispiel Kuan Yin, es sind Göttinnen in der weißen Bruderschaft, dass sie uns begleiten, ganz persönlich. Und da möchten wir auch, dass die Menschen, die an diesen Event kommen, in diese Energie einmal eintauchen können, damit die eigentlich wissen, was ist die weiße Bruderschaft, wo so viel gesprochen wird, aber wir festgestellt haben, dass viele doch nicht wirklich wissen, wer ist das, was ist das für einen Zusammenschluss oder ich nenne, ja, wer ist das eigentlich, der dahinter steht. Interessant, aha, wusste ich auch Schön, nicht. schön. Schön. Ja, kenne ich schon seit lang. Schön, wunderschön, wunderschön. Das ist auch etwas, wo wir uns wirklich sehr darüber freuen. Also, und Antje wird dann jeweils Channelings machen. Also wir haben ein paar Fragen zusammengestellt, die wir dann an die weiße Bruderschaft stellen werden. Und Antje wird dann im Live-Channeling schauen, wer durch sie spricht und vor allem auch was. Also da werden wir dann auch die weiße Bruderschaft selber bitten, in der ersten Frage sich auch mal vorzustellen, damit da etwas Klarheit für uns auch entsteht, wer das eigentlich ist. Denn die weiße Bruderschaft, die respektieren natürlich auch absolut unseren freien Willen, zumal sie ja Erdenleben gelebt haben. Das heißt, sie wissen, was wir gerade quasi durchleben oder an welchen Ecken und Kanten wir da noch unsere Problemchen haben oder mit was wir vielleicht besonders Mühe haben. Und da sie dies erlebt haben, nehmen sie uns anders an die Hand und ist es eben wichtig, damit sie uns helfen, dass wir sie auch darum bitten, dass sie eben unseren freien Willen absolut respektieren. Und da hilft es, wenn man einfach mal in diese Energie eintauchen kann. Und dies ist wirklich möglich an einem Tag oder an Tage wie an dem Engel-Event. Da möchte ich noch kurz was dazu sagen, was Joachim gesagt hat, weil er ja auch gesagt hat, eben, dass da die Schwingung wirklich sehr hoch ist und wir da in Ebenen eintauchen können, wo es oftmals für uns vielleicht noch nicht möglich ist, weil wir noch gar nicht wissen, wie das überhaupt geht oder uns vielleicht eben noch nicht trauen, uns dann so anzuschauen, wie wir sind, weil uns ehrlich anzuschauen ist manchmal
ganz schön schwierig. Manchmal ist es halt noch einfacher, uns vielleicht, ich nenne das immer so die weißen Lügen, vielleicht noch etwas rumzumogeln, auch in unsere spirituellen Komfortzone zurückziehen. Aber jetzt ist es so wichtig, dass wir uns so sehen, wie wir sind, ehrlich und klar hinstehen. Und an einem Engel-Event ist das möglich, weil durch diese Gruppe können wir einfach in ganz hohe Schwingungsebenen eintauchen. Rückverbindung in unsere Heiligkeit heißt, Heilung kann dann auch zu uns zurückfließen. Und das ist ein Wunder, was uns, das ist für mich immer Wunder, wo geschehen können an solchen Tagen. Und übrigens habe ich diese Woche zu der Woche der Wunder erkoren. Und das soll doch jetzt für alle Zuschauer ebenso gelten, es ist die Woche der Wunder. Das heißt, so wie Sabine auch gesagt hat, durch das Zusammenkommen geschehen Wunder, das heißt, neue Dimensionen öffnen sich nicht nur für die Teilnehmer, sondern für alle. Absolut, absolut, Sabine, das ist auch so sehr schön gesagt und stimmt, auf jeden Fall, ja. Und das Zusammenkommen nur schon von so vielen Menschen, das ist einfach immer, ja, da fehlen einem fast die irischen Worte. Also da ist einfach so das Herz, das einfach überläuft vor Liebe und Freude und Dankbarkeit auch. Dankbarkeit, dass das heute möglich ist hier auf Erden, dass wir das miterleben dürfen und auch, dass Antje und Edwin uns diese wundervollen Lichtkristalle geschenkt haben, zurückschenken durften, würden sie jetzt bestimmt sagen. Und das macht einfach vieles sehr, sehr viel einfacher, auch gerade in meinen Einzelsitzungen oder auch wenn ich Seminare gehe, es ist einfach vieles einfacher, schneller und effektiver möglich, also diesen lichtvollen Weg zu gehen und auch natürlich den lichtvollen Weg der Erde zu unterstützen, der Göttin Gaia zu helfen und den lichtvollen Wesen das zurückzuschenken, was sie uns schenken, nämlich einfach am großen Plan mit dabei sein zu dürfen. Ja. Schön. Liebe Grüße in die Schweiz. Das ist ja auch dann ganz schön international. Ja, schön. Ja, das sind wir ja doch und dazwischen. Ja, intergalaktisch auch, ne? Ja, sowieso. Genau, weil ich bin überzeugt, dass auch Adonai Ashtar, unser Sternenbruder, sicher jetzt auch mit uns da dabei ist. Genau. Absolut. Ja. Okay. Also von meiner Seite einen ganz herzlichen Dank euch beiden im Studio, dass ihr uns diesen Abend hier ermöglicht habt und auch von mir eine Herz-zu-Herz-Gruß an euch nach Deutschland und wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja irgendwo, irgendwann einmal persönlich. Das würde mich äußerst freuen. Schön. Mhm. Dankeschön, vielen Danke. Dank. Wir sind der Nächste in Zürich ne, auch. Ja. Ne? Genau, in der Nähe von Zürich, absolut richtig. Wir sind in Zürich, wir haben Zürich St. Gallen TV eingeweiht vor einem Monat und wir machen jetzt die zweite Runde. Okay, ich teile es dir. Dann, wenn ihr mal hier seid, meldet euch. Genau, gut, machen wir. Okay. Super, würde mich freuen. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss. Danke. Wow. Wunderbar. So, jetzt Manu, du hast die Übersicht. Ja, die Wiederholung wird dann zu sehen sein, muss ich etwas zusammenkleben, dann schreibe ich in die Gruppe dann alle anderen Hinweise. Deswegen bleibt noch, wenn ihr nicht in Skype seid, aber lasst die Gruppe noch offen, damit alle Hinweise auch jedem Einzelnen, nicht jedem Einzelnen dann schreiben muss. So. Jetzt wen soll ich jetzt nehmen?